Willkommen zurück zu Super Mario Maker 2 und heute spiele ich, wie angekündigt, die neuen Zelda-Level von Barb, der normalerweise immer sehr kreativ ist, neue Setups findet, die man so noch nicht gesehen hat. Da bin ich sehr gespannt drauf. Barb's Awakening haben wir beim letzten Mal gespielt, deswegen geht's diesmal weiter mit A Link to the Past. You know Bagu? Ja, tatsächlich, das ist der Typ, der I am Error sagt. Oder ist es sein Bruder? Es gibt da nämlich zwei so ähnliche Typen. Naja, mal gucken. Vielleicht ist es ja ein Speedrun-Level und heißt deswegen so. Oh, mit Schneeball. Dem kenne ich mich noch überhaupt nicht aus. Bestimmt muss ich dem hinterherlaufen, oder? What? Er ist einfach zerbrochen. Aber in diese Grube da muss er anscheinend rein. Okay. Da werde ich mal versuchen, ihn mit dem Schild zu berühren und nicht mit meinem Körper. Vielleicht ist er ja deswegen kaputt gegangen. Aha. Ja. Scheint zu funktionieren, weil die Schneebälle sind ja... Ich weiß gar nicht, basieren die jetzt auf den Spike-Bällen oder auf den Körperteilen der Pokies? Aber ich glaube, wenn man sie so einzeln legt, dann basieren sie auf den Spike-Bällen. Ne? Ist halt nur dann im Winter-Thema ein Schneeball. Und das ist ganz schön verwirrend, wie schnell der Schneeball da von den Trampolinen abprallt. Klappt das? Ho, was für ein Winkel. Und dafür kommt eine Ranke runter. Hilfe! Man muss ja bei Barbs Leveln immer ein bisschen auf Trolls gefasst sein. Ach so, das killt er nicht. Und dadurch, dass er jetzt schneller wird, reicht es ihm auf die Schiene. Das ist ja clever. Ja, das habe ich gemeint. Siehst du, das sind... Das sind so Dinge, da kommen andere Leute irgendwie nicht drauf. Oder zumindest nicht sofort. Aber er streamt ja auch sehr viel und baut seine Level während den Streams zusammen mit dem Chat. Ja, das ist manchmal ganz interessant. Oh, dieser Sprung, ey. Aber man hat relativ viel Spielraum. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ja, man... Wenn man den Sprung nicht richtig ansetzt, dann kann man noch hin und her korrigieren, weil da nur ein Eiszapfen im Weg ist und nicht 50.000. So. Und dass das den nicht killt, wenn ich ihn nochmal abschießen würde, würde er dann sterben? Und geschafft! Mal gucken, ob das schon ein Checkpoint wert ist. Ich sehe da oben ja noch eine Anzeige mit 5 roten Münzen, die es irgendwo zu finden gibt. Was passiert jetzt hier eigentlich genau? Muss ich der Flamme hinterher? Bin ich zu langsam? Ah, ich kann nicht wirklich was sehen. Nö, die scheint... Die ist tatsächlich schon da oben? Haha, ich war zu langsam. Cool, So, hier könnte ich durch. Ich gehe erstmal durch die Röhre, die kann ich vielleicht wieder zurück. Das ist ein Feenbrunnen und Bum Bum stellt die Fee da. Ah, herrlich. Aber sonst gibt's hier nichts. Nur Münzen. Meine Herzen werden nicht wieder aufgefrischt. Nice. Also nur ein kleines Easter Egg, schätze ich mal. Meine Reaktionen sind zu schlecht. Wieso bleibt der da eigentlich so stecken? Ich verstehe das gar nicht wirklich. Müsste der nicht zur Seite weg oder so? Oh, diesmal wurde diese Münze auch aufgetaut. Also gut, Reaction Time. Dabei ist das Ding eigentlich so lang, ne? Die Spur aus Schaltern. Jetzt habe ich meinen Checkpoint. Guti! Womit geht's weiter? Aha. Oh, okay, also wenn er sich nicht bewegt, dann kann man auch nicht auf ihn draufspringen. Da will ich vielleicht genau das Gegenteil machen und nur den Kopf übrig lassen. No! Ja, man kann echt nicht draufspringen. Ha.
So, wie kriege ich es jetzt hin? Nicht den Kopf zu erwischen, genau so. Muss einfach nur den richtigen Spot finden, von dem man aus den Pfeil schießt. Aber es geht schon wieder weiter hier. Nein! Warte! Bedeutet das, die roten Münzen sind nur optional? Jetzt zieht er wieder eine Bombe raus! Da habe ich vielleicht ein Talent für. Ich glaube nicht, dass die roten Münzen optional sind. Das würde irgendwie nicht zu einem Barb-Level passen. Ich frage mich nur irgendwie, wie man das machen soll. Ich fliege jetzt erstmal da oben hin und versuche in die Röhre reinzugehen, weil da war ich noch nicht. What? Tja, das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Sieht aber fast so aus, als könnte man da, also als würde man da später nochmal rauskommen. Nur aus der anderen Richtung. Wieso schieße ich die rote Münze eigentlich nicht mit einem Pfeil ab? Ich bin manchmal so ein Depp, ne? Oh. Kann ich die beide? Yes! Oh, jo! Das war richtig cool. Ah, wenn man nicht alle roten Münzen eingesammelt hat, dann ist das wahrscheinlich eine Art Reset-Röhre. Und dadurch kommt man dann wieder unten raus. Okidoki. Ein fetter Schneeball. Was mache ich denn mit dir? Der fällt jetzt da unten auf die Wippe. Und dann aus dem Bildschirm. Aber den muss ich doch bestimmt irgendwie hier rüberbringen, ja. Den brauche ich hier, damit ich von ihm abspringen kann. Aber wie kann ich diese Lücke überbrücken? Kommt er jetzt eigentlich zurück? Nein. Dann muss ich wohl mal kurz durch die Tür gehen. Ist nett, oder? Muss man sich schon nicht umbringen. Nur weil man den Schneeball im Loch versenkt hat. Ja, nein, hier geblieben. Ich kann das ja gar nicht. Bin ja viel zu leicht. Der Schneeball ist mir überlegen, aber warte mal. Momentchen. Was ist denn, wenn ich an der Stelle eine Stampfattacke mache? Dann vielleicht wird dann der Schneeball nach oben geschleudert. Achtung. Yo! Jetzt habe ich nur ein bisschen lange gewartet. Hat trotzdem noch funktioniert. Cool. Sowas liebe ich einfach. Nächster Abschnitt. Man kann also den Stapel von Gegnern damit unterbrechen. Das ist auch eine witzige Eigenschaft. Es gibt so viel Stuff, den man machen kann, ne? Ich glaube, jedes einzelne Hindernis hier habe ich bisher so noch nicht gesehen. Und das klappt sogar. Aber so nach links und rechts kann ich das nicht bewegen, oder? Nee. Gut. Oh, das war's noch nicht. Ich brauche die Kugel nochmal. Komme ich da jetzt überhaupt nochmal runter? Hilfe! Ich glaube, es wäre besser, ich gehe hier runter. Also, erstmal die Kugel nach da oben. Oder, nee, stimmt nicht. Moment. Hilfe! Abgang! Ich muss das Trampolin zuerst nach oben aus dem Weg räumen. Ja. Mit dem muss ich dann anschließend gar nichts mehr machen. Es geht nur darum, dass es nicht mehr im Weg liegt. Das Trampolin war in der Stachelkugel drin. Betrug! Ah ja, gib mir den Checkpoint! Das macht so viel Laune. Oh nein, Bosskampf! Der letzte Bosskampf, den fand ich so übelst heftig! Und der hier scheint nicht viel besser zu sein. Wow! Konstant der kleine Junior verursacht Erdbeben. Das heißt, man wird gestunt, kann sich nicht mehr bewegen. Und der obere Verrückte schmeißt die Hämmer wie so ein Berserker. Das muss ich ja überhaupt machen. Habe ich nur meine Pfeile? Kann ich sonst nichts gegen den tun? Haha, wie das für ein Rhythmus ich jetzt drin bin. No, wenn man hier einmal feststeckt in diesem Rhythmus. Kam denn jetzt diese Flamme her? Dann wird man immer wieder gestunt. Keine Ahnung, wie viel Treffer der braucht. Aber immerhin scheine ich hier einigermaßen sicher zu sein vor den Hämmern, die er wirft. Unter Zeitdruck bin ich ja nicht, oder? Es sei denn, mit der Zeit wird der komplette Boden aufgetaut. Dann habe ich natürlich ein Problem.
Was? Wieso kommt der jetzt hier runter? Hilfe! Oh! Aber das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher, dass er irgendwann aus der Wolke rausspringt. Dann kann ich ihn direkt attackieren. Oh, ich sag's ja, einmal in dem Rhythmus drin, du. Ah, da fallen Münzen runter vorher, bevor die Feuerkugel runterfällt. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Okay, jetzt kommt er wieder. Man wird davon so derbe weggestoßen, wenn man das Schwert gegen ihn einsetzt. Man kriegt davon so einen Rückprall. Das ist keine gute Idee. Okay, wie wär's, wenn ich ihn hier hinten attackiere? Komm schon! Weil hier ist halt am meisten Platz, weißt du? Oder bleibt er jetzt für immer da stehen? Ich meine, von mir aus, dann kann ich ihn wenigstens aus sicherer Entfernung angreifen. Komm schon, Link. No! Es ist echt schwierig, sich aus diesem Stunlock wieder zu befreien. Okay, jetzt ist er da. Nein, was hat der denn vor? Komm schon, mach einen Abgang. Na also, geht doch. Ja, okay, der Bosskampf war wesentlich einfacher als der letzte. Und dafür gibt's auch das Ziel. Mal schauen, ob ich noch an die Spitze des Fahnenmastes komme. Oh, yes, baby. Ja, super geniales Level. Krassomat. Viele neue Setups. Und das Schwierige ist ja, wenn man mit so einem Setup sich das einfallen lässt und dann nicht total der Versuchung erliegt, damit totalen Schwachsinn anzustellen oder total kompliziertes Zeug, sondern einfach mal so basic das zu zeigen, finde ich echt klasse. Okidoki. Dann auf zum nächsten Level. Das da heißt A Peak Between Worlds. Also eine Anspielung auf A Link Between Worlds. Grumble, grumble. Das sagt einer der Gegner aus dem allerersten Zelda. Was ein Hinweis darauf sein soll, dass man ihn mit Fleisch füttert. Aber ja, die Verbindung herzustellen ist ein bisschen schwierig. Beim ersten Mal. So. Bei einem Blind Playthrough. Okay. Da ist wieder diese Konstruktion. Deswegen mache ich einfach mal das Gleiche, was ich letztes Mal auch gemacht habe. Aber das scheint es irgendwie noch nicht gewesen zu sein. Oder kann ich den vielleicht ein ganz kleines bisschen noch verschieben, damit er... Nee. Oh, das könnte es gewesen sein. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal von vorne anfangen. Also, wenn ich ihn mit dem Trampolin anstupse, dass er dann weiter da hochfliegt. Ich frage mich aber echt, wofür diese Kästchen hier gut sein sollen. Die zeigen doch normalerweise an, dass man sich dahin begibt und irgendwas Spezielles machen soll. Es klappt nicht, ne? Nee. Lol. Jetzt komme ich da vielleicht hoch. Ja. Da ist noch so ein Kästchen. Was hat's denn mit dem auf sich? Boah, Link. Du Lappen. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal durch die Röhre, weil das der einzige Weg ist, der sich mir offenbart. Oh, mein lieber Gott, es ist auf dem Kopf. Ach so, deswegen war dieses Kästchen vorher da, weil ich jetzt halt hier hin muss. Oder kann, oder soll. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Oh Gott, ich glaube, das war sie nicht. Achso, ich kann ja jetzt hier durch. Die Spikes sind ja jetzt auf der anderen Seite. Das ist einfach nicht gut fürs Gehirn. Was? Was war das für ein Kanonenschuss? Ich hab die gar nicht gesehen. Ach du Schande. Okay. Ich komme hier an nichts ran. Ich sehe aber auch keinen Weg, dass ich da später nochmal hin zurückkommen könnte. Deswegen muss ich mich schon fragen, wie ich an die zwei roten Münzen hier drankommen könnte. Naja, ich gehe jetzt trotzdem erst nochmal hier durch. Und versuche, diese rote Münze zu kriegen.
Ich meine, das hier kann... Ich bin hier vor den Bloopern sicher, oder? Die kommen ja nie so weit runter. Aber die spawnen unendlich nach. Wie komme ich jemals an die rote Münze ran? Da muss ich ja wirklich einen Lucky Shot haben, dass der gerade da durchfliegt. Und dann reicht's noch nicht mal von der Höhe. Ich muss springen gleichzeitig noch. Ich hab sie! Muss ja noch irgendwie hier durchkommen. Ach so! Das bringt mir ja überhaupt nichts. Ich muss wirklich zuerst die anderen Münzen noch irgendwie einsammeln. Dann lass mal gut überlegen. Also hier komme ich nicht durch. Der große Muncher stirbt instant. Hier kann ich nicht springen. Sonst aktiviere ich den unsichtbaren Block und dann ist, glaube ich, auch schon alles verloren. Kann ich denn... eine Bombe dahin werfen? Oder irgendwas anderes in diesem Kästchen machen? Oh! Wusste ich nicht, dass das geht. Man kann unsichtbare Blöcke von der Seite triggern mit, ja, mit der Spurtattacke. Oh Gott. Hey! Was sollte das denn jetzt? Kann ich jetzt die Münze nicht mehr einsammeln, oder war es doch natürlich? Ja, das ist eigentlich auch alles, was ich tun muss. Jetzt kann ich durch die Schlüsseltür gehen, vorausgesetzt, ich werde nicht getroffen. Das ist einfacher gesagt als getan, weil irgendwie habe ich jetzt keinen Platz mehr, hier durchzulaufen. No! Ich habe das Schild rausgezogen, ich schwör. Ich schwör, Alter. Ja. Man braucht hier das Kostüm noch, sonst darf man nicht darüber. Kann ich mir das irgendwo wieder zurückholen? Ohne, dass ich jetzt die ganzen Münzen nochmal einsammeln muss? Ich glaube fast nicht. Weil das waren nur einmalige Gelegenheiten. Ja. Okay. Also in so einem kompletten Kopfüberbereich mit dem Pfeil Ziele treffen zu müssen. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was man in Mario Maker machen kann. Mit Abstand. Ohne Witz. Aber ich muss hier... No! Wieso fliegt die jetzt gerade hin und her? Das finde ich nicht in Ordnung. Es hat einfach zu viele von diesen hässlichen Viechern. Gott, ist da wieder einer mitten rein, ne? Und hat das verhindert. Ah, oh, es ist so heftig. Es sind nur noch 4 von diesen Viechern übrig und trotzdem schaffe ich es nicht, die Münze einzusammeln. Ich glaube, wenn frei genug ist, dann sollte ich einfach versuchen, auf einen von denen draufzuspringen. Aber selbst das schaffe ich nicht. Okay. Der Anfang ist gemacht. Jetzt lass dich nicht treffen. Wenn diese Flamme nur nicht auf dem Boden hin und her fliegen würde, das wäre schon richtig nice. Yes! Aber das habe ich jetzt erstmal hinter mir. So, jetzt gilt es wohl 2 Schlüssel zu finden. Mal gucken, wie ich das anstelle. Mehr Kopfüber-Action. Da werden selbst die einfachsten Rätsel zum Gehirnbrecher. Ich werde mal versuchen, den Muncher darunter zu stoßen, was nicht einfach ist, weil ich nach oben drücken muss, um mich zu ducken. Aber das reicht nicht. Der ist nicht schwer genug, um die Kanone nach oben zu befördern. Mal ganz davon abgesehen, dass ich sowieso nicht wüsste, warum das hilfreich sein sollte. Echt jetzt? Die Bombe hat ein Eigengewicht? Irgendwie scheint das noch nicht zu reichen. No, nicht loslaufen. Kann ich da eigentlich jetzt durch, wenn ich schnell genug bin? Tatsache! So kriege ich den Schlüssel. Wow. Zumindest einen. Aber den anderen... kriege ich nur, wenn ich durch die andere Röhre gehe, nehme ich mal an. Heißt, dass ich soll Schaden nehmen.
Wäre auch mal witzig, oder? Einen Teil des Dungeons als Mario zu machen? Ach, warte, da geht's gar nicht rein. Warum nicht? Hier geht's rein, aber jetzt habe ich es wahrscheinlich schon verkackt, weil ich mein Kostüm verloren habe. Naja, ich schau mal, was ich noch retten kann. Das war dumm. Ja, hier brauche ich das Kostüm auf jeden Fall wieder. Alles klar. So, dann machen wir das diesmal zuerst. Weil hier ist die Gefahr zu failen, glaube ich, größer. Also gut, die ganze Zeit hin und her schießen, um die Schalter zu wechseln. Haha, ist aber gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Muss mich auch mit Link umdrehen. Boah, die Dinger sind ja mal übelst. Die Memmen. Yeah, ich schaff das gar nicht so schnell hin und her zu schießen. Wie stellt man sich das vor? Naja, einfach besser sein. No, nicht laufen! Ich habe wieder den Controller vom letzten Mal benutzt. In Benutzung, besser gesagt. Was ist eigentlich, wenn ich mir diesen Schlüssel hier hole? Und dann noch den anderen, dann habe ich doch zwei. So einfach wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Okay, nicht falsch drücken. Nach oben. Nicht nach unten. Zack. Und dann schnell hier unten durch. Geflutscht! Nein! Oh Gott. Na, ich habe ja echt nichts dagegen, wenn solche Kopfüberpassagen immer mal wieder eingestreut werden. Vor allem, wenn man dabei nicht unter Druck gesetzt wird. Dann machen die schon Laune. Jetzt muss es aber noch irgendeinen Grund geben, warum ich hier nicht weiter kann. Oder es ist tatsächlich optional, welchen Raum man macht. Nein, es ist nicht. Ich brauche noch einen Schlüssel. Es geht eigentlich nur darum, die Pfeile so schnell wie möglich zu schießen. Das hört sich jetzt im ersten Moment nicht so schwer an. Ist aber irgendwie das Schwerste auf der Welt, keine Ahnung. Wieso? Was ist, fällt da ein Pixel rein und dann wird's schon zerstört? Oh, come on. Gibt's da echt keine andere Möglichkeit? Ich werd hier wahnsinnig sonst. Schneller schießen. Ich kann nicht schneller schießen. Muss ich hier irgendwie mit Bomben zusammenarbeiten oder so ein Quark? Boah, manchmal schießt er einfach nicht. Puh, endlich. Ja, das war schon relativ stressig. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier. Ja. Wo will ich eigentlich hin? Ich will durch diese Röhre hier zurück. Das will ich. Es ist ja noch nicht mal besonders kompliziert aufgebaut und habe mich trotzdem schon verirrt. Bamski. Ich glaube, jetzt kriege ich den nächsten Checkpoint. Please. Sieht gut aus. Und möglicherweise ein Bosskampf. Zumindest würde das passen. Oh Gott sei Dank, er ist nicht kopfüber. Das habe ich nämlich irgendwie befürchtet. So, Bowser kümmert sich um die Bomben. Das ist ja ganz nett. Aber was ist meine Aufgabe hier? Kann ich die Flammen reflektieren? Nein. Er hat sich komplett selbst umgebracht. Aber jetzt kann ich auch irgendwie nichts mehr machen. Oh Gott. Nee. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Und zwar sämtliche Flammen abwehren, damit die Bomben nicht explodieren. Oh wow, das wird eine Aufgabe. Habt ihr gesehen, wie viele Flammen da kommen? Und dann stoßen die mich auch noch zurück nach hinten. Nein, ich habe mich verschätzt. Und wenn ich das lang genug durchhalte, dann
passiert wahrscheinlich irgendwas. Ist aber schon RNG, oder? Wo der seine Flammen hinspuckt? Ja, jedes Mal anders. Großartig. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe das immer so spät, wo die hingehen. Oh, das war's schon? Oh, das war ja fair. Ich dachte, ich muss das jetzt irgendwie 5 Minuten lang machen oder so. Aber nein. Nein! Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Oh ja, das kannst du weiterhin so machen. Alles auf die gleiche Ebene, please. No. Lauf, Link, lauf! Keine Ahnung, wo die Flamme überhaupt noch herkam. War das jetzt... Ist das immer so oder hatte ich unfassbaren Dusel? Dass alle Flammen auf der gleichen Höhe kamen. Ich will oben an die Fahne. Weiß zwar nicht genau, wie ich das anstellen soll, anschließend die Wolke zu kriegen, aber... Schaffe ich auch nicht. Interessant. Egal. Ich bin froh, dass ich das Level geschafft habe. Es war ebenfalls sehr cool. Und der Boss hatte einen netten Twist. Erst voll gefreut, dass es nicht kopfüber ist. Dann war es doch kopfüber. Und dann war es aber gar nicht schwer. Prima. Ich glaube, ja. Das reicht mal. Aber ich werde die anderen 2 Level definitiv auch noch spielen. Die sind einfach alle mega krass super. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.